So, so. So, kommen 5 Stück von raus. Ne, wird von 3. Das ist also 15 Nährwert bei nur einer Kohle. Fisch und Öl ist vernachlässigbar, weil wir das, ne, recht schnell bekommen können. Fisch einfach nur fangen und das Öl war Stein und Beerenbusch, wo wir 100 haben. Also wäre gebratener Fisch schon mal besser. Wie sieht es mit Steak aus? Steak kostet Kohle, haben wir wenig, Blätter haben wir ganz, ganz viel und Fleisch haben wir ganz, ganz viel. Sind nur 3, mit einem Nährwert von 3. Also 9. Nee. Der gebratene Fisch liegt momentan noch vorne. Wenn meine Rechnungen soweit stimmen. Eintopf könnten wir noch mal gucken. Das könnte an der Spitze liegen. Weil es ist ja wirklich so, also real-life-technisch. Es ist recht einfach herzustellen, es ist recht viel Masse. Und es schmeckt. Also, ja. Du kommst mit. Du kommst weg, du kommst weg. Meh. Wie war es eigentlich mit Rüstung? Hat man nicht was hergestellt? Dum, 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 dum. Nö. Nee, nur Mana-Tränke bisher. Wir brauchen unbedingt noch einen Hexenkessel. Auch wenn ich nicht weiß, wohin damit. Also wir könnten den Tisch und den Tisch wegmachen. Das schneit schon wieder. Also die beiden Tische wegmachen und dann innen, also da und da, die Mühlsteine und da dann Hexenkessel. Weil 2 Tische sollten eigentlich reichen. Haben wir noch mehr von den guten Tischen? Mit Tischdeckchen? Ja. Die passen nicht bei den Betten irgendwo dazwischen. Nein. Schmiede auch nicht. Wir könnten hier oben Essenssaal machen, aber es ist ganz schön weit oben. Dich können wir immer noch nicht abreißen, hm? Schildtext. Ja, Schildtext weg, ist okay. Entfernen venezianischer Schluck. Nö. Also, erstmal F1. Also wir können nicht das Lager entfernen. Das hatten wir auch unten schon festgestellt. Wobei ich dachte, eventuell gilt für das Lager was anderes, aber nee, das ist immer fest. Also unsere Festung muss immer am Spawnpunkt quasi sein. Was ganz schön komisch ist. Aber gut. Haben wir noch einen Hexenkessel über? Oder müsste der hergestellt werden? Feuerstelle, steinerner Herd. Ne, Hexenkessel ist nicht über und wir brauchen Kohle dafür. Und Kessel. Ja, Kessel können wir zweimal herstellen. Kohle. Kohle, wir haben inzwischen ganz schön viel Holz. Das können wir jetzt auch mal fast alles verbrauchen. So bis auf 50 runter. So. Zack. Kannst du Kohle herstellen, bitte? Doppelte Geschwindigkeit. Das weg. Das weg. Schnee weg. Und Goblins töten. Die meisten Zwerge müssten eigentlich ausgeruht sein. Das heißt, wir lassen jetzt ein bisschen Kohle herstellen und dann geht das Töten los. Mana ist doof. Ich hätte ein bisschen länger pausieren sollen, bis sie wieder anfangen zu spielen. Volle Mana haben. So, bitte nicht auf dem Eis. Das war jetzt ein Schuss in den Ofen. Flum, 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 flum. Er ist immer noch am Mehl machen, er ist immer noch am Tränke brauen. Vielleicht sollten wir dir mal, wie der Zwerg, Ausrüstung. Ach, du bist unser. Nee. Jasper ist Müller. Und sitzt bei den Dingen. Lass mich raten, du bist ein Tränkemacher? Und sitzt am Mehl? Du bist Bogenschütze. Gibt es ein Alchemie-Skill? Kochbuch, Schmiede, Schreiner, Magiebuch. Nee, nicht direkt. Außer es ist irgendein Subskill von, ne? Hier war's. Ausrüstung. Du bist ein 46er Müller. Warum müllerst du nicht? Hier kriegst du noch mehr Müllerbücher, die du nicht benutzen wirst. Und Kletterbücher. Da, kletter dich wund. Okay, 5 Minuten noch bis zur Belagerung.
Da würde ich jetzt doch ganz gerne Goblins töten. Damit wir noch ein, zwei Minuten Zeit haben. Zing. Zing. Ein, zwei Minuten Zeit haben. Zu schlafen. So, alle sammeln sich. Mit Kohle auf dem Rücken. Mhm. Wir geben ganz viele Tötungsbefehle und lösen dann das Horn auf. Obwohl keiner auf mich hört und einfach losstürmt. Okay. Es funktioniert, das ist das Einzige, was zählt. Sogar erstaunlich gut. So, weg damit. Das war die schnellste Goblin-Aufräumaktion, die ich je gesehen habe. Krass, okay. Das weg, das weg. Und wir hätten jetzt noch 4 Minuten zum Schlafen, wobei ich glaube, keiner schlafen muss. Doch du. Ah, ihr könnt alle ein bisschen Schlaf gebrauchen. Weil es gibt hier insgesamt nur 3 Herzen. Und ab 1,5 laufen sie weg. Also wenn sie nicht voll sind, dauert es echt nicht lange, bis sie weglaufen. So, alle schlafen. Schnarch, 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 schnarch. Kann ich währenddessen noch was Produktives machen? Als Dungeon Keeper? Könnte Aufträge verteilen, die sie dann ausführen, während wir angegriffen werden, was nicht so wirklich toll ist. Schnarch, schnarch, schnarch. Moment mal. Der linke Turm ist zu klein. Mist. Ja, das sollten wir auch noch fixen. Also hier und da jeweils Tonziegel und dann das da oben drauf. Und 2 Farmen brauchen wir noch. Nein, Schnee. Mach weg. Wer bist du? Warum bist du nicht in deinem Bett? Kontrolle übernehmen. Weg. Weg. So, 1 Minute 30 haben wir noch. Doppelt so schnell, also ne, nicht so viel. Die nutzen wir, um mit ihm noch ein bisschen was hier zu reißen. Mäh. Was da unten müsste auch unbedingt gefixt werden, aber schaffen wir nicht in 30 Sekunden. Die nervigen Bäume auf dem Eis allerdings kriegen wir weg. So. Zing, 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 zing. Und ab nach Hause. Hier, bitteschön. Alle Mann heim, alle Mann heim. Wusch. So. Raus, 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 raus. Und der Gegner taucht auf. Hier. Oh, okay. Heida! Stemm dich gegen die Flut, mein Junge. Stemm dich gegen die Flut. Wo sind meine Heiltränke? Heiltränke natürlich noch nicht fertig. Flieh. Nein. So. Erhöhte Position, erhöhte Position. Aha, und die Versorgung abgeschnitten. Sehr schön. Jetzt komm schon. Rüstung haben wir die beste schon verteilt. Kein einziger Lebenstrank, das ist doof. Feuerball könnten wir 2 Stück schmeißen. Ich glaube, ich probiere mal was aus. Ausrüsten. Jasper war unser Oberkämpfer. Gimli hat noch einiges an Lebenspunkten. Der kriegt jetzt den Stab in die Hand gedrückt. Und das... Was, das kann man nicht? Hm. F1. Wo ist unser Typ im Stab jetzt da? Kann ich dich von hier aus direkt kontrollieren? Nein, aber von hier aus. Gimli. Kontrolle übernehmen. Hebst du immer den Stab oder du machst nichts? F2. Okay, weil die immer instant sterben. Gib mir einen Beholder. Ich will Feuerbälle schmeißen. Aha, Beholder.
Fein. Wusch. Die ist betäubt. Komm, mach Wusch. 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 Also er hat jetzt zweimal einen Feuerball gesprochen. Haben wir jetzt noch drei? Ja, genau. Wir haben noch drei von den Elixieren. Das ist ganz schön teuer. Wenn man denkt, wie schwach ein Feuerball eigentlich ist. So, töten, 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 töten. Wusch. Du, Ausrüstung, bitte wieder ein Schwert. So, Hand immer da. Du kannst ruhig mithelfen. Oh. Und noch zwei Zwerge, die effektiv kämpfen können. Ein Zwerg, null Zwerge. Ja, okay. Zwei Feuerbälle habe ich ja. Wo sie noch schön beisammen stehen. Einer. Busch. Zwei. Wo ist der zweite? Da ist der zweite. So, fast nichts gemacht. Geht schlafen. Pritz, pritz, pritz. Du. Geh schlafen. Schlafen, 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 schlafen. Oh. Nicht gut. Jung. Geh schlafen. Okay, das war episch. Trotzdem hättest du schlafen gehen sollen. Hier. Nein. Jetzt sind sie doch tot. Was zur Hölle geht hier ab? Also vorhin hatten wir eine Horde aus Beholdern, die hin und her tigern, obwohl Tag war. Also, ne, zwischenzeitlich Tag gewesen war. Aber vielleicht sterben sie nur, wenn wir sehen, wie sie bei Tag draußen sind. Klingt komisch, könnte aber sogar Sinn machen. Weil sie kippen ja auch erst um, wenn wir sie sehen. Manchmal. Also wenn wir aktiv bei Tag hingucken, dann stehen sie da, gehen wir kurz weg, kommen zurück, sind sie tot. Na gut, Jungs, ihr schnarcht erstmal eine Weile. Ich verteile derweil schon mal ein paar Aufträge, die euch hoffentlich nicht stören. Nö, ihr schlaft weiter. So, 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 so. Nicht du. So. Danach könnten wir eventuell noch einmal den Wald komplett abholzen. Wobei wir echt warten sollten. Genau, hier hinten können wir holzen. Das muss eh alles weg. Und da hätte ich echt gerne mal einen Zustand, wo wir keine Kohle mehr brauchen. Also Haus auch noch für Essen. Momentan brauchen wir doch noch recht viel für Mithril und Gold. So, so. 7 Goldbarren. Silber. Na, Silber haben wir eh nicht so viel. Rohsilber, das passt. So, 6 Kohle. Zip, 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 zip. Wieder auf 50 runter. Okay. Damit dürften die eine Weile beschäftigt sein. Doppelte Geschwindigkeit. Schnarch, 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 schnarch. Also, sobald sie wach werden, werden sie Kohle herstellen, werden sie die Barren herstellen. Genau. Schnee schippen. Und wenn das durch ist. Das hat schon markiert, ne? Ja, bis hier hinten. Wenn das alles durch ist, machen wir uns hier hinten ran, machen die Bäume weg, machen den Schnee weg, versuchen das hier wieder gerade zu bekommen, wenn es denn jemals gerade war, was ich Ihnen bezweifle. Dann kommt dieses doofe Efeu-Zeug weg, Stein weg, Sand weg, Eis weg, alles schön dort. Das ist so der Plan für gleich.